gerade wo ich Dienstag hingehe. Ja, wo ich Dienstag mitkomme. Wie jetzt? Ja, die haben mich auch angerufen. Die haben dich auch angerufen? Ja, und ich find's super. Ich wollte jetzt aber eigentlich Spritti mitnehmen. Ja, aber ich dachte, dass dich das nicht so interessiert. Wie jetzt? Wovon sprichst denn du? Eine Tuningmesse. Roder hat VIP-Tickets besorgt. Mit Führung und Testfahrt und. Von was sprichst du? Die Tosic hat angerufen. Denen ist ein Paar abgesprungen. Wir können jetzt schon am Dienstag zum Beratungsgespräch. Jetzt sag nicht, du willst lieber zu dieser scheiß Automesse. Du weißt doch, wie lange wir sonst beim Jugendamt warten müssen. Ja, aber Tuningmesse ist nur einmal im Jahr. Und zum Jugendamt können wir vielleicht in 2 Monaten noch. Oder denkst du, dann sind die Kinder alle? Bist du jetzt sauer, oder was? Nee. Viel Spaß. Steinke? Ach ja, super. Also, eine 20-Jährige im Bikini, die sich auf einer Motorhaube regelt, gegen so eine 50-Jährige im Bürostuhl, die guckt, ob sie mir ein Baby anvertrauen kann. Ich meine, der Job hier hat praktisch nie Vorteile. Und wenn er dann mal einen hat, dann sollte man das auch ausnutzen, oder nicht? Ich meine, deswegen bin ich ja auch schließlich Chef. Ach, süß! Damit er das Frauchen nicht vergisst. Alter, du bist ganz schön verspießert. Ein halbes Jahr noch, dann steht hier ein Kinderwagen und ein Gartenzwerg. Blödsinn. Willst du dir das nicht erstmal anschauen? Nee, kein Bock. Außerdem gibt's von Roder immer was Schönes, wenn's schnell geht. Echt? Mhm. Was denn? Hier. Ach, krass. Hä, wieso krieg ich denn sowas nicht?